Herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute ist Freitag und ich habe immer noch diese nervige Locke, die mich total nervt. Was eigentlich schon das erste Teil des Satzes impliziert hat, dass sie mich nervt. Aber man kann sie ja trotzdem nochmal betonen, dass sie nervt. Ich habe immer noch meinen blauen Fleck. Und jetzt habe ich auch noch zusätzlich hier einen riesen Kratzer von Leo, der vorher gerade gerannt ist und mich zerkratzt hat. Ja, läuft nicht so gut diesbezüglich bei mir. Aber ja. Passt ja eigentlich zu meinem heutigen Videothema. Ja, mir ist etwas sehr Interessantes aufgefallen. Bei uns in der Stadt gab es vor kurzem ein Ereignis, ein größeres. Und zwar ist ein Mann mit einem Messer auf 3 Leute losgegangen. Einer wurde schwer verletzt, 2 nur leicht. Und ja, nach meinem jetzigen Wissensstand ist der schwer verletzt ist, zum Glück über den Berg. Aber ich muss zugeben, ich bin auch nicht so ganz informiert mehr. Irgendwann hat es mir dann gereicht. Und ja, und soweit ich weiß, hat unser Bürgermeister ihn aufgehalten und noch ein anderer Passant. Und ja, das ist eigentlich echt bemerkenswert. Ich wähle den Bürgermeister wieder. Meine Stimme hat er. Ja, aber ich muss sagen, ich bin, als das passiert ist, an dem Tag bin ich direkt mit dem Auto, Babette hat mich da zu was abgeholt, und dann bin ich mit dem Auto direkt an einem der Schauplätze vorbeigefahren. Und nur einen Tag davor war ich mit meiner Pflegerin, hi an dieser Stelle, hi, tatsächlich in der Innenstadt, wo der zweite Schauplatz war. Und das war schon so ein bisschen ein Hocherlebnis. Ja, und dann auf jeden Fall war es so, dass auch rauskam, dass es ein Asylbewerber ist, der wohl sich mit einem Kollegen gestritten hat und dass der den Kollegen eigentlich attackieren wollte, aber der Kollege nicht da war. An diesem Punkt mal für den Kollegen Glück gehabt. Entschuldigt. Ja, und auf jeden Fall habe ich dann die Tage darauf hier und da natürlich die Artikel in der Zeitung gelesen und, naja, online in der Zeitung gelesen und auch in anderen Zeitungen, und mir ist etwas sehr Interessantes aufgefallen. Und da habe ich mir dann auch schon gedacht, okay. Also ich bin dann auf meine gewohnte Seite gegangen und habe da gelesen und habe einfach mal dann den Artikel gelesen, und dann bin ich runtergescrollt und habe dann die ganzen Kommentare mir auch durchgelesen, weil ich einfach mal wissen wollte, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin einfach durch Zufall drauf gekommen, ich weiß auch nicht. Ist ja auch nicht so wichtig. Und dann habe ich da gelesen und gelesen, und da waren da sehr viele empörte Menschen, sehr viele Menschen, die aufgebracht waren und so weiter. Da habe ich mir gedacht, wow, unsere Stadt ist ja gerade voll aktiv, also boah. Und dann habe ich das dann nochmal auf Facebook geguckt, und da waren dann auch schon so wieder so viele, die da drunter geschrieben haben. Und dann habe ich mal gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Ich hatte so ein Bauchgefühl. Dann bin ich auf jeden Fall auch mal auf eins der Profile von einem, der geschrieben hat, ich fühle mich da jetzt nicht mehr sicher. Und dann stand da Heimatort Ulm. Da habe ich mir gedacht, okay, schön für dich, dass du, der du in Ulm hockst, schon ganz weit weg bist von Ravensburg, du dich unsicher fühlst, in Ravensburg zu wohnen, wo du in Ulm wohnst. Und ein anderer, der hat aus Stuttgart, hat irgendwas geschrieben von, das sei ja so typisch und das würde immer so sein und so sei das eben in solchen Gemeinden. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich war das jetzt das erste Ereignis seit sehr langer Zeit, das bei uns passiert ist. Also wir sind eine der friedlichsten Gegenden. Und mir ist aufgefallen, die am meisten geschrieben haben, die sich am aktivsten beteiligt haben an der Diskussion, die alles am allerbesten gewusst haben, könnte man so auch formulieren, obwohl sie gar nichts gewusst haben, waren die gar nichts mit unserer Stadt zu tun hatten oder die ganz weit weg gewohnt haben. Und ich finde es schön, wenn man sich solidarisiert und dann zum Beispiel einfach drunter schreiben würde, ich wünsche den Opfern alles Gute und viel gute Besserung, oder zum Beispiel ich hoffe, dass die Stadt nicht zu sehr mitnimmt oder irgend sowas. Aber ständig diese Hetze unter etwas drunter zu schreiben, wo man aber auch nichts und gar nichts mit zu tun hat. Ich meine,
Wenn da dran steht, Arbeitsplatz in Ulm, Wohnort in Ulm, der halbe Freundeskreis nach nur kurzer Recherche lebt in Ulm und der wahrscheinlich nicht mal 5 Meter aus seinem Ulm rausgeht, dann hat er nicht zu beurteilen, wie es bei uns in Ravensburg ist, was meterweit weg ist. Weil, nur weil er glaubt, dass es bei uns jetzt unsicher ist, ist es das noch lange nicht. Ich finde es auch so furchtbar, wenn dann Leute hinstehen und dir erzählen, deine Stadt, deine ganze Heimat, überall ist es jetzt unsicher. Weil es ist nur dann unsicher, wenn du dich unsicher fühlst. Klar, du kannst dich noch so sicher fühlen, irgendwo kommt dann einer, der dir dann einen Magenpunch schon im Vorbeilaufen mitgeben kann. Aber mal ganz ehrlich, ich glaube, vielen Leuten ist nicht bewusst, dass viele Dinge, dass man das, was man zu oft sich denkt, irgendwann auch anzieht, gefühlt. Also, wenn ich mir immer denke, ich glaube, heute laufe ich noch auf eine Tür, dann laufe ich sicher auf die Tür. Wenn ich es nicht denke, dann laufe ich auch nicht gegen die Tür. Dann laufe ich nur gegen unser wunderschönes Schrankding mit dem Telefon drauf. Ja, aber es ist einfach so dieses. Ich habe so das Gefühl, dass gerade alle zu allem ihren Senf dazugeben müssen und alles schlecht machen. Wirklich so richtig runterputzen müssen, obwohl sie nichts damit zu tun haben oder auch wenn sie es nicht wirklich betrifft. Und also, ich könnte es verstehen, wenn jetzt einer schreibt, das ist total furchtbar schrecklich, ich fühle mich nicht mehr sicher, wenn er direkt daneben gestanden ist, wenn er sowas direkt miterlebt hat, aber wenn dann einer, der wahrscheinlich gerade zu Hause auf dem Sofa sitzt, sich seine dritte Packung Chips reinzieht und dann sich auf Facebook denkt, ich mach mal mit einen auf, ich bin wütend, nur weil ich gerade nichts Besseres zu tun habe, im Fernsehen läuft auch nichts mehr auf RTL, dann finde ich das nicht in Ordnung, weil das ist einfach, es hilft nicht, wenn du von der Entfernung denen, die dort sind und die das also mehr oder weniger miterlebt haben oder die da wirklich direkt etwas mit dazu tun hatten. Ich meine, ich bin an der Blutlache vorbeigefahren. Also wenn ich sagen würde, ich fühle mich nicht mehr sicher, das wäre ja wenigstens noch wenigstens plausibel. Aber wenn da einer, der in Ulm saß und wahrscheinlich auch den ganzen Tag in Ulm war, ich kann mir nicht vorstellen, dass der heute ausgerechnet dann, nee, damals ausgerechnet in Ravensburg rumhing. Mann, nicht, so sag ich heute. Aber ja, aber dann gerade zu dem Zeitpunkt in Ravensburg war, wahrscheinlich auch noch direkt auf dem Marienplatz. Und dann nach Hause gefahren ist, meterweit, nur um dann in seine Chipstüte zu fassen und dann zu schreiben, ich fühle mich nicht mehr sicher in Ravensburg. Dann finde ich das ehrlich gesagt ein bisschen komisch. Und ja, es macht einem Sorgen, Ängste, beunruhigt. Und natürlich denkt man immer dann auch direkt, auch wenn es nicht immer so ist, dass es Terror sein könnte. Aber ich habe an dem Tag versucht, mich dann erst zu informieren, mir so viele wie möglich Informationen zu holen und nicht gleich panisch zu werden. Und ja, hat nicht geholfen. Aber wenigstens war ich so mit was anderem beschäftigt. Und ich finde es einfach für mich etwas, wo ich sagen muss, es ist unglaublich schade, dass wir jetzt an einem Punkt angekommen sind, wo die Leute so viele Sorgen, Ängste und so weiter haben, dass sie inzwischen auch alles, was schön sein kann, nämlich eine Stadt mit vielen alten Gebäuden und wir haben den Mehlsack und den. Gespinstmarkt und das Obertor, die Veitsburg, das Untertor. Wir haben viele schöne Sachen oder auch das Museum für Humpes und das Ravensburger Museum. Da gibt es ja auch hier eins. Und wir haben so viele schöne Dinge. Und nur weil einmal etwas Schlimmes passiert ist, heißt es noch nicht, dass die ganze Stadt schlimm ist oder dass das Ereignis oder dass alle, die mit dieser Person, die mit zu dieser Personengruppe gehören, schlimm sind. Ich meine, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sein wollen, und zwar mal Hand aufs Herz, wenn jetzt das nicht gewesen wäre, Asylbewerber dreht durch, sondern einfach nur ein stinknormaler deutscher Mann, dessen Vorfahren wahrscheinlich noch schon in der Steinzeit deutsch waren, dann hätte kein Hahn danach gekräht, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Aber natürlich macht es sich eine super Schlagzeile, wenn es nicht so ist. Und ja, ich finde es furchtbar, wenn eine Schlagzeile mehr bestimmt als das, was wirklich die Lebensrealität ist.
Kennt ihr das? Habt ihr das vielleicht in eurer Stadt auch schon mal erlebt? Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir aber auch gerne auf eine E-Mail schreiben, auf Twitter oder auf Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.read@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Regt euch nicht zu sehr über die Dinge, auf die in anderen Städten passieren, und macht doch einfach mal einen Spaziergang durch den Wald. Da ist es nämlich im Zweifel, der ist uralt und ja, da ist meistens nicht so viel los. Und das kann sehr erden, wenn man einfach mal wieder zurück zu der Natur findet. Außer natürlich, man hat eine Insektenphobie wie ich und da kommen überall Spinnen von den Bäumen runter und dann ist es auch nicht mehr so schön. Also dann ist es einfacher, sich im digitalen Wald zu bewegen. Ja, also dann, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis bald. Ciao.